Mahlzeit, Österreich, ich begrüße Sie recht herzlich. Leider wurde wieder aufgrund der erhöhten Corona-Infektionen in ganz Österreich die Maskenpflicht eingeführt. Daraufhin habe ich mir etwas bei der Fashion-Manufaktur bestellt, eine exklusive und stylische Pizza-Boy-Max-Maske. Und ich muss sagen, sie ist sehr angenehm zu tragen und ich bin für meinen nächsten Einkauf gut gewaffnet. Ja, ein Muss für jeden Pizza-Boy-Fan, so wie ich, darum habe ich sie mir ja auch gleich bestellt. Sehr angenehm zu tragen, hier im Studio brauche ich sie ja nicht tragen, denn ich bin heute alleine. Aber eine tolle Maske und wenn Sie auch so eine haben möchten, der Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, was auch ganz interessant ist, Österreich verschärft die Einreisebestimmungen für 34 Länder. Welche Länder das genau sind und nähere Informationen dazu erhalten Sie im Bundesministerium für Inneres. Laut derzeitigen Infos gibt es im Burgenland keinen einzigen Corona-Fall. Warum? Leben die Burgenländer gesünder als wir? Eine gute Frage. Aber in St. Wolfgang gibt es einen neuen Hotspot. Unsere deutschen Nachbarn haben Angst und fragen sich, wird das das neue Ischgl? Der Tourismusverband der Region dementiert auf das Schärfste und auch die Hotellerie setzt alle Maßnahmen um, die vorgeschrieben sind, um eine Ausbreitung unter den Touristen so gut wie möglich zu vermeiden. Uns wurden aber auch sehr erfreuliche Nachrichten übermittelt. Im Zoo Schmieding erblickte ein Giraffenbaby das Licht der Welt. Es ist 1,70 Meter groß und wiegt 60 Kilogramm. Die Hörner fehlen ihm noch. Aber dies ist eine ganz besondere Giraffenart, denn es ist eine seltene Rotschild-Giraffe. Davon leben in der Savanne von Uganda und Kenias nur noch 2000 Stück. Ja, und wir haben wieder ein interessantes Produkt getestet und da sind Sie gespannt, welches Produkt wir getestet haben. Ja, wie Sie es vielleicht im Titel schon gesehen haben, wir testen heute die Mochis. Ja, bekannt von TikTok vor allem, die Mochis, und die verkosten wir jetzt einfach mal. Durch Bekanntenkreise sind die zu mir gelangt und naja, die einen sagen, sie sollen lecker sein, die anderen sagen, sie sollen nicht so lecker schmecken. Und wir kosten jetzt einfach mal die Mochis, diesen TikTok-Trend, um die Mochis herum und ich bin schon sehr gespannt, wie die jetzt wirklich schmecken werden. Also aufgehen tut schon mal nicht einfach. Kurzen Moment. So, jetzt habe ich eine Schere, super. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, wie die schmecken werden. Habt ihr schon mal Mochis probiert? Schreibt es jetzt in die Kommentare. So, ich bekomme das. Also, das bekommt man schon einen Geruch. Bist denn du fertig? Riecht wie im China-Restaurant jetzt hier im Studio. Ich bekomme die nicht raus. Ein Wahnsinn. So, jetzt aber. So. Ja, so sehen die aus. Und ich beiße da jetzt einfach mal in eins rein. Und ich bin gespannt, wie diese schmecken. Auf TikTok schauen die anders aus. Okay. Gut. Nichts für meinen Geschmack. Ja, habt ihr schon mal die Mochis probiert? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Das war unser Produkttest. Ja, ganz interessant, welche Produkte man auf TikTok immer so entdeckt. Auch wir sind auf TikTok vertreten und zwar unter Mahlzeit Österreich. Würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dort mal vorbeischauen. Und nun kommen wir zu den International News. BMW fertigt in Steyr das Herz für seinen iX3. Dieser E-Motor wird in die ganze Welt verkauft. BMW will mit diesem Modell die gehobene Klasse der Elektroautos mitmischen. Der Preis prägt voraussichtlich 70.000 Euro. Ja, und jetzt noch eine interessante Nebensächlichkeit. Wussten Sie, dass das Märchen Aschenputtel auf der ganzen Welt bekannt ist? Fast jedes Kind rund um den Globus kennt die rühmenden Geschichten der Gebrüder Grimm. Ja, und durch Walt Disney wurden die Geschichten der Gebrüder noch bekannter. Eigentlich ganz interessant. Und wie immer geht es jetzt weiter mit unserem Fitnesstrainer Hans N. Viel Spaß mit seinen heutigen Übungen. Servus und grüß euch, da bin ich wieder heute bei Mahlzeit Österreich
Und was seht ihr da hinter mir? Ja, der Wilde Kaiser. Natürlich, wenn man hört Wilde Kaiser, heißt es Klettern oder Bergwandern oder wie auch immer. Darum müssen wir schauen, dass wir unsere Beinmuskulatur stärken. Und da hat jeder zu Hause eine Stufe oder so wie ich da jetzt im freien Gelände habe ich einen Holzstamm da liegen. Okay, und da tun wir jetzt einfach ganz gleich einmal das Bein rauf. Gell? Wir haben ungefähr so, muss ich mal die Hosen ein bisschen laufen tun, einen rechten Winkel. Und dann stütze ich mich einfach mit dem Bein weg, das was drauf ist auf der Stufe. Gell? Versuche die Arme mitnehmen, hochgehen, tief gehen. Hochgehen, tief gehen. Ganz wichtig, dass ich da rausgehe mit dem Becken, nicht hängen bleiben, sondern raus, tief, hoch. Gell? Tief, hoch. Jawohl, von der Seite schaut es so aus. Gell? Ich gehe da her, ziehe hoch, tief gehen. Hoch, tief gehen. Okay, das ist nämlich ganz gut für die ganze Beinschlinge, was wir da haben. Die geht von unten rauf, übers Knie, Oberschenkel, übers Arschal und dann wieder zurück. Und die kann man natürlich bestens vorbereiten, wenn man in die Berge unterwegs ist. Ist natürlich für jeden gut. Auch egal, ob er jetzt nur am Flachen wandert oder was, aber man stärkt einfach die Beinmuskulatur. Dann das andere Bein, wieder rauf, gell? Hochgehen, herziehen, jawohl. Okay, ihr könnt kurz abtippen, tief gehen, aber wichtig immer mit dem Bein, was wir oben sind, wegdrücken, damit wir da die Kraftübersetzung kriegen, damit wir das Ganze stärken. Okay, hoch, tief, hoch, tief. Ja, Leute, das war's schon heute an diesem wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Genießt es, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und jetzt gebe ich zurück an unser Studio. Und liebe Grüße noch. Servus und pfiat euch. Danke dir, Hansen, recht herzlich. Und nun kommen wir zu unserer beliebten Rubrik. Der Witz der Woche. So, ich lese gerade, dass das Witzemonster diese Woche Urlaub hat. Wer von der Regie hat dem Witzemonster diese Woche Urlaub gegeben? Ich war das nicht. Ja, jetzt will es wieder keiner sein. Entschuldigen Sie mich. Studio Mahlzeit Österreich, Leiten am Apparat bitte. Ah, grüß dich Witzemonster. Ja, ich habe gerade im Plan gesehen, du hast heute Urlaub die Woche. Aha. Ah, Verwandtenbesuch, okay, naja. Du hast trotzdem einen Witz für uns, ja, dann sag ihn mir doch mal kurz. Ja, ich werde den so weitergeben. Ja, und dir noch einen schönen Urlaub. Bis nächste Woche. Danke dir. Servus. Ja, ich habe soeben den Witz erfahren. Ganz lustig. Und zwar treffen sich zwei Männer. Fragt der eine, ja, was arbeitest du eigentlich? Sagt der andere, ja, ich bin Zauberer. Was? Zauberer? Ja, ja. Fragt der eine, ja, kannst du auch Menschen zerteilen und so? Sagt er, natürlich, das ist meine Hauptspezialität, das kann ich sehr gut. Aha. Ja, und dann fragt der andere wieder, hast du Geschwister? Ja, ja, zwei Halbschwestern. Danke für diesen tollen Witz von Instagram. Recht herzlichen Dank von Anonymboy von Instagram. Danke dir für diesen tollen Witz. Ja, und das war wieder unsere beliebte Rubrik. Der Witz der Woche. Ja, werte Zuseherinnen und Zuseher, das war schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe. Ja, vielleicht ist es Ihnen heute während der Sendung aufgefallen, wir haben einen neuen Hintergrund. Da bedanke ich mich recht herzlich beim Max, der das organisiert hat, und bei meiner Tante, die das Ganze gedruckt hat. Dankeschön für diesen echt tollen Hintergrund für unsere Sendung. Und ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe sehr gefallen. Wenn ja, dann lassen Sie gerne einen Like und einen Abo da. Und ich freue mich auf nächste Woche hier bei Mahlzeit Österreich.